Wir befinden uns heute in einer ganz anderen Umgebung als sonst. Das Ganze hat natürlich einen Grund. Und zwar, Leute, habe ich natürlich heute mein Handy hier am Start mit ein paar Fragen. Und zwar für das Hashtag FragFloEx. Wer es noch nicht kennt, unter diesem Hashtag konntet ihr mir auch Fragen stellen und könntet ihr mir unter diesem Video auch Fragen stellen. Bevor wir aber damit anfangen, auf meinem FloEx-Film-Kanal, wenn ihr ihn noch nicht kennt, könnt ihr ihn auf jeden Fall auschecken, kommt ein zweiter Teil zu diesem Video oder sollte dann schon online sein. Das heißt, wenn ihr alle Fragen, alles über mich wissen wollt, dann könnt ihr einfach beide Teile auschecken. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Ja gut, habe ich gesagt, dass man sich die Fragen erstmal gar nicht runterlädt. Aber Leute, die erste Frage, beziehungsweise es war mir eine Aussage, kam von dem LKW513. Hashtag FragFloEx, kannst du vor dem Video ein süßes Kätzchen tun, dass alle schön verwirrt sind? Ihr habt es bestimmt eben gesehen, da war so ein süßes Kätzchen. Jetzt wisst ihr warum. Ja, die nächste Frage kommt auch von Exception Pirat. Der fragt, darf ich das Video beenden? Nein, lieber Hannes, du darfst das Video nicht beenden, du darfst das jetzt gerade anfangen. Die nächste Frage kommt von Jan, und zwar, also Devtastisch, das ist der Mainz-Admin, und er fragt, warum hast du es so lange mit uns ausgehalten? Glaube ich, so ist die Frage. Ja, genau. Das frage ich mich auch. Wer es noch nicht weiß, Leute, ich bin ja seit ungefähr 2,5 Jahren, ja, müssten sogar schon über 2,5 Jahre oder so, bin ich jetzt schon im Mainz-Team. Und es war eine echt verdammt krasse Zeit. Ich weiß nicht, warum ich so lange ausgehalten habe. Also die meisten Leute halten es ja echt nicht so lange aus, aber ich habe so lange ausgehalten und ich glaube einfach, weil es mir immer noch Spaß macht, weil es mir damals schon Spaß gemacht hat, weil es einfach ein geiles Team ist und auf jeden Fall, das ist voll creepy, ich höre manchmal Geräusche, auf jeden Fall mal ein fettes Herz an das Mainz-Team, Leute, wenn ihr das guckt. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Die nächste Frage kommt von Flotastisch und er fragt, Hashtag FragFloEx, warum winkst du immer so? Und das ist eine schwierige Frage. Gucken wir doch einfach mal, warum ich so stinke. Das ist eine scheiß dumme Idee. Oh mein Gott. Oh Mann. Die nächste Frage kommt von Quabucks oder so. Ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Und er fragt, wie lange programmierst du schon? Das weiß ich gar nicht genau so gerade. Ich denke, es sind so ungefähr, wenn ich 3 Jahre ungefähr schon fast bei Mainz-Sucht bin, dann müssten es so 4-5 Jahre sein, ungefähr. Vielleicht auch nicht ganz, vielleicht auch nur 4,5 oder so. Ich denke, irgend sowas in der Größenordnung. Auf jeden Fall schon eine längere Zeit, sagen wir es so. Die nächste Frage bezieht sich eher auf das Thema Mainz-Sucht. Und zwar fragt der liebe Iravaku. Was? Er heißt auf jeden Fall Lukas, glaube ich. Er fragt, Hashtag FragFloEx, wann kommt endlich ein Clan-System? Und Leute, ich möchte ja nichts spoilern, aber wenn ihr Flotastisch auf Twitter folgt und manchmal sogar mir, dann kriegt ihr vielleicht ein paar Sachen dazu. Also, ja, checkt das auf jeden Fall mal aus. Und dann, ja, darf ich den Rest nicht beantworten. Seid gespannt, Leute, seid gespannt. Jetzt kommt die nächste Frage von Telekom Router und er fragt, welches Plugin hat am meisten Zeit gekostet, was du jemals programmiert hast? Und Leute, das ist tatsächlich ein Plugin, was ich gerade im Moment für Mainz-Sucht programmiert habe. Ich habe dazu ein Video mit Jan, also dem Devtastisch, habe ich ein Video aufgenommen. Das könnt ihr auf jeden Fall jetzt mal auschecken. Ich weiß nicht wo, ich glaube da oben müsste das jetzt sein. Da oben hoffe ich, oder auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht auf welcher Seite, aber da oben glaube ich, ist das Video jetzt verlinkt. Also wenn euch das interessiert, welches Plugin genau das ist, dann könnt ihr das da mal auschecken. Die nächste Frage kommt von Just Delta und er fragt, wie viele Stunden investierst du circa pro Woche in Mainz-Sucht? Und wenn man das mal so ausrechnet, kann ich das gar nicht genau sagen, weil es variiert halt echt extrem. Es gibt so Wochen, da mache ich fast gar nichts, so, also da mache ich wirklich sehr wenig. Und dann gibt es hier so Wochen, wie jetzt die letzte Zeit, wo ich wirklich fast jeden Tag so mindestens 4-5 Stunden dran sitze und was programmiere. Also kann man das nicht genau sagen. Es gibt Wochen, wo ich weniger mache, es gibt Wochen, wo ich mehr mache. Aber ich würde sagen, so im Durchschnitt sind es dann schon so mindestens 3 Stunden pro Tag oder 2 Stunden. Also wenn man jetzt jeden Tag, wirklich 7 Tage die Woche, sind es bestimmt jeden Tag so 2 Stunden. Also meistens ist es halt so, dass ich an einem Montag zum Beispiel 5 Stunden mache, an einem Dienstag mache ich dann gar nichts, an einem Mittwoch mache ich dann 2 Stunden und so weiter. So gleicht sich das quasi aus. Aber ja, es sind ungefähr in dem Bereich, sind es
so viele Stunden. Die nächste Frage kommt von Redcrafter YouTube. Er fragt, Herr Schäfer Floix, was machst du in deiner Freizeit außerhalb von Meinsucht, beziehungsweise außerhalb von Meinsucht? Ja, wer es nicht weiß, ich schwimme, also das ist mein Sport quasi. Dann mache ich halt sehr viel am Computer, das heißt YouTube, Meinsucht. Ja, ich treffe mich auch ab und zu mal mit Freunden. Tatsächlich habe ich so ein paar. Vielleicht kann man ja nicht wissen, ob das immer Fake Friends sind. Ihr kennt alle den Begriff. Nee, und dann bin ich noch sehr aktiv an der Schule und generell so in allen Bereichen halt ein bisschen so, wo ich halt täglich so bin. Schule, im Verein und so weiter. Also ja, das mache ich so und es gibt noch so ein paar andere Sachen. Natürlich spiele ich auch mal Spiele und dann bleibt halt am Ende nicht mehr so viel Zeit für irgendwas anderes noch. Wie bist du auf YouTube gekommen? Ah! Oh! Oh, Sipinia! Absolut genau so, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall jetzt beim zweiten Teil vorbei. Der sollte hier oben verlinkt sein oder einfach unten in der Videobeschreibung oder jetzt gleich in der Endcut. Also schaut da vorbei, ist auf dem FloixFilm-Kanal. Einfach mal draufklicken und weitere Fragen angucken. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ich gehe, glaube ich, mal auf YouTube hier.